heute? Ich weiß nicht. Hallo ihr Lieben. So, ich mache heute mein erstes Haartutorial an mir selbst. Und bin jetzt im Badezimmer, weil erstens das Licht besser ist und zweitens, weil man es ja auch im Bad macht und ich habe hier den Spiegel und da kann ich da reingucken und euch das besser zeigen. Es heilt sehr, ich hoffe, das ist nicht störend und ja, wir legen am besten gleich mal los. Und zwar, wie ihr ja schon lesen könnt, geht es um den Undercut. Ich habe zwar noch einen Undercut, möchte ihn mir aber rauswachsen lassen. Und ja, bevor der irgendwann oder bald ganz weg ist, dachte ich mir, mache ich nochmal ganz schnell ein Undercut-Styling. Ja, und zeige das nochmal. Meine Seiten sind schon ziemlich lang wieder. Die muss ich jetzt länger wachsen lassen, damit wieder hier ein Übergang geschnippelt werden kann. Und Undercut, meine Haare sind nicht besonders lang. Ich hatte sie noch bis zu Silvester, bis hier. Ne, so ein Stück ab. Und hatte dann halt auch den richtigen Undercut. Und der ist jetzt weg, weil ich den einfach nicht mehr so gerne mochte. Und ja, habe meine Haare jetzt gewaschen, die sind gerade frisch gewaschen. Und zwar mit, Moment, dem Shampoo von Balea Man Shampoo und Spülung 2 in 1. Und das ist ein super Shampoo und ja, natürlich alles tierversuchsfrei, darum geht's ja. Und Balea zählt zu den Firmen, die keine Tierversuche durchführen. Zumindest behaupten sie es. Es ist jetzt nicht 100% sicher. Wir sind jetzt nicht vegan. Aber diese Eigenmarken von DM führen zumindest eigentlich keine Tierversuche durch. Es ist ein bisschen komplizierter. Es gibt diese Dalli-Werke, da werden die ganzen Produkte hergestellt. Die ganzen Firmen lassen in den Dalli-Werken produzieren. Ja, und Balea oder DM produziert halt auch in den Dalli-Werken und macht es aber ohne Tierversuche. Aber dadurch, dass sie die Dalli-Werke sozusagen unterstützen, indem sie ihre Produkte bei denen produzieren lassen, ist es ja auch so eine kleine Unterstützung. Aber ja, naja, gut, muss jeder für sich selber wissen. Zumindest wurde an dieses Shampoo an keinem Tier getestet und das ist ja schon mal sehr gut. Legen wir los. Wie gesagt, meine Haare sind gewaschen. Das Wichtigste beim Undercut ist schon mal, dass man sich die Haare, ich habe hier so einen ganz blöden alten Föhn, dass man sich die Haare beim Föhnen schon so föhnt, dass man diesen Scheitel hier hat und die Haare auf einer Seite liegen, je nachdem auf welcher Seite man die Haare haben möchte. Und ich habe jetzt nichts reingemacht vorher, ich habe sie einfach gewaschen und geföhnt, kopfüber, weil damit auch Volumen reinkommt, ich weiß nicht, also mit dicken Haaren braucht man das glaube ich nicht, ich habe sehr, sehr feines Haar, wenig Haar und deswegen muss ich die über Kopf föhnen und dann auch den Scheitel hier reinföhnen, damit das entstehen kann. Ja, wie ihr seht, also ich finde mir steht so ein Undercut nicht besonders, wenn hier alles so hoch ist. Ist nicht so meins, aber ich dachte mir, bevor der ganz weg ist, mache ich dazu noch ein Tutorial, sonst kann ich es nicht mehr machen. Gut, was ich als nächstes mache, ich habe die geföhnt, die sind jetzt trocken und mache die schon mal so in Form so ein bisschen. Ich muss ein bisschen jetzt in den Spiegel gucken, sonst bringt das nicht so viel. Ich habe was Neues entdeckt von Alverde. Naturkosmetik, natürlich tierversuchsfrei. Diese beiden Produkte stelle ich euch jetzt vor. Das ist einmal das Alverde Man Wachs Styling Stick und dann das Balea Trended Up Fibre Gum Chaos Look. Ja, der Unterschied von diesen beiden Dingen ist, dass ich finde, bei diesem Stick sieht es ein bisschen ungemachter aus. Und das mag ich persönlich lieber, wenn es nicht so gemacht aussieht. Dass es nicht so glänzt, dass es nicht so extrem gestylt aussieht. Mit diesem Fibre Gum sieht es dann wieder gestylt aus. Und ich benutze lieber das, werde euch aber beide zeigen. Und zwar mache ich erst den Stick rein, dann sieht es noch ungemacht aus und dann gebe ich das hinzu und dann sieht man den Unterschied. Also, das Witzige bei diesem Stick hier ist, dass das sieht aus wie so ein Deo. Also hier steht drauf, dass man den in kreisrunden Bewegungen auf den Kopf schmieren muss. Und ich habe den jetzt schon öfter benutzt und war voll skeptisch, weil ich dachte, hey, sowas funktioniert doch nicht, kann man doch nicht hier das drauf schmieren und dann sieht es toll aus. Aber es ist so. Also ich bin zufrieden und ich zeige es euch jetzt mal.
Ich verteile den hier wirklich so in den Haaren. In kreisrunden Bewegungen, wie es steht. Überall so ein bisschen, damit ich auch so von unten an die Strähnen komme. Und ich bin immer so der Typ, ich bin immer, man sagt ja oft, viel hilft nicht viel. Aber ich bin immer der Typ, der zu viel immer von einem Produkt nimmt. Und dann wird es meistens nicht. Und dann muss ich mich immer selbst eines Besseren belehren lassen, dass ich weniger benutzen muss. So, die Seite hier schön rüber. Und ja, überall so ein bisschen rein. Und dann formen wir das, oder forme ich das, oder vielleicht dann auch ihr, rüber. Guck mal, wie platt das jetzt ist. Sau scheiße aus, aber es ist ja auch noch nicht fertig. Ich lockere das einfach so ein bisschen wieder auf, weil ich einfach dieses Gestylte nicht mag. Na gut, man sieht schon wieder, ich habe zu viel genommen, weil hier sieht es schon wieder sehr... Man sieht halt das, was drin ist, hier vorne. Und das sieht mir immer zu schmierig aus, so ein bisschen. Ja, okay. Ich habe zu viel genommen. Ich rubbel davon mal wieder ein bisschen was raus. Ja, ich wollte jetzt ein bisschen rausrubbeln. Ist mir ein bisschen gelungen. Ich habe es mit dem Handtuch ein bisschen rausgemacht. Ich habe ja echt eine schlechte Sicht, wenn ich jetzt einen Bildschirm mache. Deswegen muss ich leider in den Spiegel gucken. Und ja. So, an sich ist das, war es das jetzt auch schon mit dem Styling. Ich mache natürlich, wenn ich jetzt feiern gehe, muss es ja halten, benutze ich von Balea den Trended Up Haarlack. Balea, tierversuchsfrei. Damit fixiere ich das Ganze und ja, einmal so, einmal ringsrum, schön dran, überall, damit es dann auch wirklich die Nacht hält, vor allem beim Feiern gehen. Und ja, dann hat man eigentlich ausgesorgt für den Abend. So, jetzt sieht es, ja, ist gut, es sieht so ein bisschen, ist so ein Zwischending zwischen gestylt und ungestylt aussehen. Also dieses Matte, es heißt ja matt, ne? Soll ja matt aussehen. Bei mir, also ich mag das halt lieber. So, weil ich jetzt ein bisschen zu viel genommen habe, sieht man so ein bisschen diese Strähnen, was ich eigentlich nicht ganz so gerne mag, aber es ist jetzt noch okay. Das Gestylte hat man nämlich dann mit diesem Balea Trended Up Fibregum Chaos Look. Ist jetzt kein Chaos Look. Den Chaos Look mache ich jetzt mal mit der Paste hier. Und dann forme ich mir zurecht. So, ich nehme mal an, das wäre ein Chaos Look. ja, und man kann es halt ganz gut wieder in seine Position zurück. Biegen, in diesem typischen Undercut-Style. Ja, manche machen den dann irgendwie so nach hinten. Ich mag das nach hinten überhaupt nicht, weil ich gerne meine Geheimratsecken ein bisschen verstecke mit den Haaren, die an der Seite sind und hier die Haare, die drüber liegen. Und deswegen mache ich den immer zur Seite und nicht nach hinten. Ist ja unterschiedlich. Ich glaube, manche machen sich den ganz nach hinten, manche zur Seite, dann auf die Seite oder auf die Seite. Ich mache ihn immer nach links, von mir aus gesehen jetzt. Und ja, so, jetzt sieht's, ich weiß nicht, ob ihr einen Unterschied seht in der Kamera, sieht jetzt, finde ich, ein bisschen nach mehr gestylt aus. Es sieht so, es hat so diesen Bachelor-Look irgendwie. Ich finde, so stellt man sich den Bachelor vor. Die sahen jetzt beide nicht so aus wie Bachelor, aber es ist so ein leicht schmieriger Look, ne? Ich mag das irgendwie nicht mehr so gerne. Jetzt habe ich das beides eingearbeitet. Übrigens, die Paste sieht so aus hier. Ist so eine, es ist ziemlich weich, aber wenn man das nimmt und dann in den Händen verteilt, merkt man, dass es richtig hart und klebrig wird. Dann muss man es echt gleich reinmachen und ich mache es jetzt auch noch und es ist noch mehr drin. Aber na gut, es hält halt, ne? Ich finde, es hält ganz gut. Die Seiten muss ich mir so ein bisschen ranklatschen, damit es mehr diesen Undercut-Style auch noch hat, weil, wie gesagt, ne? Meiner ist ja bei weg. Klatsche ich mir die Seiten ein bisschen ran, dann sieht es mir nach Undercut aus. So. Und ja, das war es auch schon. Jetzt fixiere ich das Ganze. Und damit der Undercut oder die Haare hier oben nicht so doll irgendwann rechts runterfallen und platt werden, was bei mir, bei meinen Haaren schnell passiert, mache ich das so, dass ich
die Haare seitlich einspraye. Also ich mache das jetzt nicht so, sondern ich mache so, dass sie schräg ein bisschen hier liegen und dann sprühe ich drauf. Dann warte ich kurz, dass es ein bisschen einwirkt und sich festigt. Und dann drehe ich es um. So, jetzt haben wir schon sehr, sehr hoch die Haare. Damit es auch wirklich, wirklich hält, die ganze Nacht, wenn man feiern geht, mache ich das nasse Haarspray oder das feuchte Haarspray mit dem Föhn noch ein bisschen trocken föhnen. Und dann ist es alles ziemlich hart. So, ich bin jetzt fertig. Das ist das Endergebnis. Ja, ich mag es ehrlich gesagt nicht mehr ganz so gerne. Ich finde, mir steht es einfach nicht so gut. Es sieht vielleicht nicht scheiße aus, aber ich brauche einfach wieder meinen Übergang. Und ja, ich bin gespannt, wie es euch gefällt. Es ist jetzt noch ziemlich weich, aber es wird noch härter werden und trocknen. Und dann wird es auch halten. Ich habe es jetzt schon öfter benutzt im Alltag, auch beim Feiern gehen und bin sehr zufrieden. Habe hier diesen Stick, den finde ich besser als dieses Balea-Gum-Zeugs. Man muss halt aufpassen, wenn man zu viel reingibt, dann sieht es schnell so aus wie jetzt. Was ja viele so tragen und viele auch gern mögen. Ich mag es wie gesagt lieber etwas matter. Was mit dem auch klappt, wenn man nicht wie ich immer zu viel nehmen würde. So. Als kleinen Tipp, wo man aber ganz, ganz vorsichtig sein muss, was ich jetzt noch machen würde. Ich weiß ja nicht, ob es euch so gefällt, wenn es so bleiben würde. Was ich jetzt machen würde, bevor ich rausgehe, ist mit einem Handtuch ganz vorsichtig alles nochmal so ein bisschen überrubbeln. Ganz leicht, damit es nicht weiß wird und diese Haarspray-Weißrückstände bekommt. Rubbel ich dann nochmal ganz leicht drüber, damit das noch ein bisschen matter und ungemachter aussieht. Und ich versuche das jetzt nochmal und dann zeige ich es euch nochmal. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich, das ist doch gar kein Unterschied, was ist da jetzt anders? Ich finde, es hat ganz gut geklappt. Ich habe halt ein Handtuch genommen und habe das nochmal so ein bisschen aufgelockert, alles ganz leicht gerieben. Das ist das fertige Ergebnis. Ist Geschmackssache, ich finde es ganz okay, aber ich möchte halt meine alte Frisur wieder haben und nicht mehr diesen Undercut. Das ist die Seite. Ich mach momentan einen auf Wannabe Bart. Versuche mir hier gerade sowas wachsen zu lassen. Hab nur das Problem, dass zwischen meiner Kotelette, erstens rutscht die immer so nach vorne, dass da kein Übergang mehr ist. Zweitens ist es hier noch offen. Das heißt, ich muss das immer so ein bisschen verdecken. Aber es klappt ganz gut noch. Und ja, das ist die Seite. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Und wie es hinten aussieht, weiß ich leider nicht. Das zeige ich jetzt euch mal. Ich kann es leider nicht beurteilen. Ich hoffe, es sieht nicht scheiße aus. Das ist hinten. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie es hinten geworden ist. Aber das hat man ja selten, dass man das weiß. So, ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen. Ich konnte euch ein bisschen damit helfen, wie man einen Undercut stylt, ohne dabei Produkte zu benutzen, die an Tieren getestet wurden. Ich hatte vorher, wo ich noch meinen langen Undercut hatte, auch schon diese Produkte. Aber ganz zu Anfang hatte ich ein Produkt, was leider nicht sehr lieb ist, also an dem Tiere getestet wurden. Oder nein, mit dem es an Tieren getestet wurde. Und das möchte ich nicht mehr benutzen. Bin sehr froh, dass ich was gefunden habe, was auch gut ist. Ist nicht nur für einen Undercut, ich werde es auch weiterhin benutzen, wenn ich mir meine normale Frisur mache. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.